were coming around like an injured bird, needing a nest, a place to rest. He's had in a song that you regret, and still you take him. Lord knows I don't want to compete, but still I sleep in a very sheets. He's been swallow him whole like a pill that makes you choke and steals your soul. You have the nerve to look me in the eyes and lie. Take him back, I'll shed a drop that you have me in. Swallow him whole like a pill that makes you choke and steals your soul. You have the nerve. Look me in the eyes and lie, and send him back. I'll share the trap that you have me in. Is he still coming around like an injured bird, needing a nest, a place to rest? He's had in a song that you regret, and still you take him. Lord knows I don't want to compete, but still I sleep in a very sheets. He's been in. Swallow him whole like a bell that makes you choke and steals your soul. You have the nerve to look me in the eyes and lie. Send him back, I'll share the trap that you have me in. Swallow him whole like a bell that makes you choke and steals your soul. You have the nerve to look me in the eyes and lie. Send him back, I'll share the trap that you have me in. Sehr geehrte liebe Festversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank erstmal für diese wunderbare Einstimmung, musikalische Einstimmung, sehr berührend. Ich möchte natürlich ganz besonders zu dieser Antrittsvorlesung unsere beiden Professorinnen, Universitätsprofessorin Dr. Levke Haders und Universitätsprofessorin Dr. Gundula Ludwig herzlichst begrüßen, auch natürlich die Angehörigen, Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, die hier zu diesen beiden Antrittsvorlesungen gekommen sind. Vielen Dank für dieses zahlreiche Erscheinen. Beide Antrittsvorlesungen finden im Rahmen der Woche der Vielfalt statt. Das haben Sie sicherlich auch schon mitbekommen. Wir haben schon einige sehr schöne Veranstaltungen gehabt. Das geht die ganze Woche. Und mit der sozusagen die Universität Innsbruck eine Woche lang einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Diversität legt. Diversität ist ja eine Querschnittsmaterie, eine unter vielen, die wir jetzt ganz besonders auch partizipativ herausgearbeitet haben. Und ein Thema ist natürlich auch die Bewusstseinsbildung und das trägt dazu bei. In dieser Woche der Vielfalt beleuchten Wissenschaftlerinnen in ihren Lehrgangsveranstaltungen die Vielfalt der Ideen, Theorien und Arbeitsweisen im jeweiligen Fach. Und darüber hinaus sind alle Interessierten zu Lesungen, Diskussionen, Filmen eingeladen. Heute Abend zum Beispiel auch im Leo-Kino ein wunderbarer Film. Die Vielfalt unserer Universität soll so sichtbar werden und erlebbar, erfahrbar werden. Und der Höhepunkt an ist das Fest der Vielfalt am Samstag ab 11 Uhr rund um das Volkskundemuseum und auch die Theologische Fakultät. Und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn Sie auch hier alle teilnehmen würden und das eben mit uns erleben. Für Diversität stehen auch die beiden Professorinnen, die heute ihre Antrittsvorlesung halten und als Leiterin und stellvertretende Leiterin des Center für interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck, das CGI, vertreten Gundula Ludwig und Levke Haders einen sehr wichtigen Forschungsbereich an unserer Universität, nämlich die Gender Studies. Bereits seit über 20 Jahren werden Fragen der Geschlechter- und Diversitätsforschung in Innsbruck behandelt.
Die Gründung des CGI Innsbruck im Jahr 2019 war ein sehr wichtiger weiterer Schritt, um diesen Forschungsbereich zu institutionalisieren und auszubauen und sichtbar zu machen. Das CGI steht ganz im Zeichen des Leitbilds unserer Universität, in dem sie sich klar zu Vielfalt und Offenheit bekennt. Ziel des CGI ist die Integration aller im Bereich der Gender Studies sowie Frauen- und Geschlechterforschung arbeitenden Wissenschaftlerinnen und interessierten Mitarbeiterinnen der Universität Innsbruck. Auch für die Third Mission, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Bereich, den Sie anspielen werden, spielt das CGI eine wichtige Rolle, um die Themen Diversität, Gender und Gleichstellung über die Grenzen der Universität hinaus sichtbar zu machen. Daher freut es mich und natürlich auch im Namen unseres Rektors ganz besonders, dass die Antrittsvorlesungen von Ihnen beiden in dieser Woche der Vielfalt auch stattfinden können. Und ich wünsche Ihnen ganz persönlich sehr viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Sie sind ja schon eine ganze Weile da. Eigentlich sind Antrittsvorlesungen ein bisschen früher, aber insofern haben Sie schon, glaube ich, sind Sie schon sehr, sehr gut beide angekommen. Wir freuen uns sehr und ich würde jetzt die Vizerektorin Ulrike Tanzer bitten, dann die Frau Gundula Ludwig vorzustellen und freue mich sehr auf Ihre beiden Vorträge. Alles Gute für Sie und einen schönen Start. Sehr geehrte Festversammlung, liebe Gundula, es ist eine große Freude, heute hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Moment, zwei Kolleginnen am CGI Ihnen zu präsentieren. Ich mache das sehr gerne, gemeinsam mit dem Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät, Dirk Rupno. Gundula Ludwig studierte Erziehungswissenschaften, kritische Geschlechter- und Sozialforschung an den Universitäten Innsbruck und Wien, der Humboldt-Universität zu Berlin und der University of New Orleans. Sie promovierte 2010 am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien im Bereich queer-feministischer Staatstheorie. 2021 erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit an der Schnittstelle von politischer Theorie, Medizingeschichte und Gender Studies an der Universität Bremen. Gundula Ludwig war Universitätsassistentin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, wissenschaftliche Geschäftsführerin am Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Philipps-Universität Marburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für interkulturelle und internationale Studien an der Universität Bremen. Zudem erhielt sie zahlreiche hochkarätige Stipendien und Gastprofessuren. Sie war Apart-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Visiting Scholar am Department of Political Science an der University of California, Berkeley, Fulbright Visiting Professor mit Department of Gender, Women and Sexuality Studies der University of Minnesota, Vertretungsprofessorin im Bereich Diversity Politics am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, Gastprofessorin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und Gastwissenschaftlerin am Zentrum für transdisziplinäre Gender Studies der Humboldt-Universität zu Berlin sowie am Institut für Medizingeschichte der Charité in Berlin. Seit 1. September 2021 ist nun Gundula Ludwig Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse an der Universität Innsbruck und Leiterin der Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Gemeinsam mit Lefke Haders hat Gundula Ludwig nach der Neustrukturierung des CGI rasch zahlreiche Aktivitäten gesetzt, neue Ideen eingebracht und, was sehr schwierig ist, etablierte Formen nicht abgeschafft, sondern gestärkt. Und das weiß ich von meinen Kolleginnen, die mir das bestätigt haben, wie umsichtig ihr beide mit bereits vorhandenen Gruppen und Strukturen umgegangen seid. Zu den Forschungsschwerpunkten von Gundula Ludwig zählen Staats-, Demokratie-, Macht- und Gesellschaftstheorien aus queer-feministischer Perspektive, Körper-
und Biopolitiken, queer-feministische Theorien der Subjektivierung, politische Ökonomie, Geschlecht und Heteronormativität, Gewalt und Geschlecht sowie Körper- und Medizingeschichte. Es gab damit natürlich eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die an der Universität Innsbruck bereits vorhanden waren. Medical Humanities nur als ein Beispiel, wo Gundula Ludwig sofort einsteigen konnte und Ideen und Projekte weiterentwickeln konnte, aber auch andere Themen, die in Innsbruck schon lange auch Fuß gefasst haben. Gundula Ludwig ist Mitherausgeberin der Femina Politica, der Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft und Verfasserin zahlreicher Publikationen. Ich nenne nur ein paar: Geschlecht macht Staat, feministische staatstheoretische Interventionen aus dem Jahr 2015 und Foucaults Gegenwart, Sexualität, Sorge, Revolution, gemeinsam mit Isabel Loray und Ruth Sonderegger, Wien 2016, oder der Sammelband Dauerkämpfe, feministische Zeitdiagnosen und Strategien, herausgegeben mit Brigitte Bargetz und Eva Kreisky, Frankfurt am Main 2017. Liebe Gundula, wir sind sehr, sehr glücklich, dass du wieder zurückgekommen bist an deine erste Universität. Schon das war ein kleines Wunder, von Wien nach Innsbruck zum Studium zu kommen. Nur ganz wenige machen das. Aber wir freuen uns, dass du wieder zurückgekommen bist. Und ja, die Zusammenarbeit ist vielversprechend, wie schon meine Kollegin Vizerektorin Buchheim gesagt hat, sind schon viele Aktivitäten jetzt entstanden. Das CGI ist so stark wie nie zuvor und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Sehr geehrte Vizerektorinnen, sehr geehrte Dekaninnen, sehr geehrte Mitglieder der Forschungsplattform CGI, sehr geehrte Studierende, liebe Festgäste. Vielen Dank erstmal für die freundliche Eröffnung, liebe Vizerektorin Buchheim. Vielen Dank für die schöne Vorstellung, liebe Vizerektorin Tanzer. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und es ist mir natürlich eine sehr, sehr, sehr große Freude und Ehre, heute hier stehen zu können. Auch wenn ich heute hier ganz alleine auf dieser großen Bühne stehe, gibt es natürlich viele Menschen, die mich auf dem Weg hierher begleitet haben. Und wenn Sie nun alle hier wären, wäre wahrscheinlich auch diese sehr große Bühne zu klein. Zu Beginn will ich quasi anonym allen Menschen an so vielen Orten danken, die mich auf meinem Weg hierher akademisch, freundschaftlich und feministisch begleitet haben. Ich möchte all jenen danken, die mich durch ihre theoretischen Arbeiten inspiriert haben, mich durch ihre Kämpfe innerhalb und außerhalb der Universität beeinflusst haben und mit denen ich die Freude und Neugierde an kritischer Theoriearbeit teilen konnte und kann. Und ich möchte mich auch bei den Menschen bedanken, die mich auch durch die Zeiten der Zweifel und Herausforderungen, die auch Teil des Wegs zu einer Professur sind, ermutigt, unterstützt oder manchmal einfach nur mit viel Geduld und viel Liebe ausgehalten haben. Ganz besonders gilt dieser Dank Alice Quoster. Und ich möchte allen Kolleginnen der Forschungsplattform CGI und den Studierenden des Masterstudiums Gender, Kultur und soziale Wandel für das tolle, vielfältige, lebendige und solidarische Arbeitsumfeld danken, von dem ich nun Teil sein darf. Zwei Namen will ich dennoch nennen. Vielen Dank an Cordula Schneck, die leider heute krankheitsbedingt verhindert ist, aber die vor mir Leiterin der Forschungsplattform CGI war und die Forschungsplattform CGI so wunderbar durch manchmal auch schwierige Zeiten navigiert hat und die beste Übergabe aller Zeiten gemacht hat. Und vielen Dank an Levke Haders für den besten Co-Start aller Zeiten. Okay, soweit ein paar kurze Vorbemerkungen, nun will ich also einsteigen. Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftstheorie und demokratischer Denkhorizont in krisenhaften Zeiten. Den Eröffnungssatz für einen Vortrag zu finden, ist für SozialwissenschaftlerInnen und politische TheoretikerInnen in den letzten Jahren ein leichtes Unterfangen geworden. Welches Vortragsthema auch immer, ein Verweis auf irgendeine Krise bot sich fast immer als Einstiegssatz an, obgleich sich freilich die Krisen in den letzten Jahren stetig wandelten, von der Finanzkrise zur Demokratiekrise zur Corona-Krise und obwohl die eine Krise die andere in ihrer Dramatik ablöste. Genau diese krisenhafte Gegenwart will ich heute zum Gegenstand meiner Antrittsvorlesung machen.
Ziel meines Vortrags ist es darzulegen, dass ein zentraler Beitrag sozialwissenschaftlicher Theorien der Geschlechterverhältnisse darin liegt, den analytischen Radius der Krisendiagnosen zu erweitern. Ich argumentiere, dass Geschlechterforschung, wenn sie, wie ich das tue, als kritische Gesellschaftstheorie verstanden wird, die Krisen weitaus komplexer mit Geschlecht verweben kann, als diese bloß auf ihre unterschiedlichen Effekte auf Frauen oder Männer zu befragen. Vielmehr besteht der Einsatz von Geschlechterforschung als kritischer Gesellschaftstheorie darin, zu kartografieren, wie die Krisen unserer Gegenwart genuin vergeschlechtlicht sind und wie die Krisen auf grundlegende Aporien moderner Gesellschaften verweisen. Aporien, die sich in ihrer Gesamtheit allerdings erst aus einer feministisch-intersektionalen Theorieperspektive ergründen lassen. Denn darin liegt genau der Einsatz kritischer Gesellschaftstheorie. Die grundlegenden, aber oftmals auch subtilen Herrschaftslogiken der modernen gesellschaftlichen Ordnung freizulegen. Also, krisenhafte Gegenwart. Vier Krisen möchte ich als zentral für unsere Gegenwart identifizieren. Die Corona-Krise, die Klimakrise, den Rechtspopulismus und die globale Zunahme an Nationalismen und Militarisierung. Im Folgenden werde ich Krise für Krise auffächern und zeigen, inwiefern sie alle auf vergeschlechtlichten Strukturen und Logiken basieren. Vergeschlechtlicht verstehe ich dabei als intersektionalen Begriff. Geschlecht ist immer verwoben mit weiteren Ungleichheitsstrukturen, mit Kolonialismus, Rassismus, Heteronormativität, Ability-Zentriertheit und Kapitalismus. Genau diese vielfältigen Verwobenheiten der aktuellen Krisen mit multiplen Macht- und Herrschaftsverhältnissen will ich im Folgenden also ausloten. Beginnen wir also mit der Corona-Krise. Wie feministische GesellschaftstheoretikerInnen seit jeher argumentieren, basiert Kapitalismus auf einer systematischen Negation von Sorgetätigkeiten, obwohl genau diese notwendig sind für die Reproduktion jeder Gesellschaft. Hierin liegt ein grundlegender Widerspruch moderner Gesellschaften, der durch Geschlecht, Race und Klasse versucht wird zu lösen. Sorgetätigkeiten wie etwa die Pflege und Versorgung von Kindern, älteren und kranken Menschen werden entweder von Frauen in privatisierten familialistischen Abhängigkeitsverhältnissen verrichtet oder aber sie werden in kommodifizierter Form von oftmals rassifizierten und migrantisierten Frauen in gering bezahlten, prekären und mit wenig Anerkennung versehenen Lohnarbeitsverhältnissen erbracht. Zudem werden ganz grundlegend all jene Tätigkeiten als niedrig und unbedeutsam abgewertet, die mit Sorge, Pflege und Bedürftigkeit von Menschen und Körpern befasst sind, obwohl sie, das haben ja nun jetzt wirklich alle durch die Corona-Krise gelernt, systemrelevant sind. Vor diesem Hintergrund konstatierte die feministische Philosophin Cornelia Klinger daher schon vor einigen Jahren und lange vor Corona, bezogen auf den gesellschaftlichen Stellenwert von Sorge, Krise war immer. Sorgekrisen sind der kapitalistisch-androzentrischen Gesellschaftsformation inhärent. Der Staat ist in dieser strukturellen Sorgekrise kein helfender Gegenspieler, sondern mitverantwortlicher Akteur. Der moderne westliche Staat folgt in Bezug auf Abhängigkeit, Fürsorge und Pflege einer Logik der Verleugnung. Das imaginierte Gegenüber des modernen westlichen Staates ist ein entkörpertes, autonomes, bedürfnis- und beziehungsloses Wesen. Körperliche Abhängigkeit, Bedürftigkeit und Krankheit werden in der Konstruktion von Staatsbürgerschaft negiert und auf vergeschlechtlichte und rassifizierte andere, auf Menschen mit Behinderungen und auf queere Menschen projiziert. Genau diese strukturelle, grundlegende Sorglosigkeit der kapitalistisch-androzentrischen Gesellschaftsformation und des Staates hat sich nun als Bedingungsgefüge erwiesen, durch das sich eine Gesundheitskrise, wie eben eine Pandemie, zu einer globalen gesellschaftlichen Krise überhaupt ausweiten konnte. Eine Gesellschaft, das ist die Lehre aus Corona, eine Gesellschaft, die auf der strukturellen Verleugnung von Abhängigkeit, Vulnerabilität und Sorge aufbaut, kann weder eine nachhaltige noch eine vorsorgende sein. Vergeschlechtlichte Strukturlogiken zeigen sich außerdem in dem Politikverständnis, mit dem der Corona-Krise begegnet wird. Das Virus legte unsere menschliche Vulnerabilität frei, und zwar in einem Ausmaß,
das für viele Menschen im globalen Norden aufgrund postkolonialer Privilegien gänzlich neu war. Die dominante politische Antwort auf diese Erfahrung der Vulnerabilität besteht jedoch in einem Festhalten am Prinzip der Souveränität. Das hegemoniale Politikverständnis in der Corona-Krise basiert auf dem Versprechen, auch in einer Ausnahmesituation Unsicherheiten und Unkontrollierbarkeiten überkommen zu können. Es zielt darauf ab, Unsicherheit durch Gewissheit, Souveränität und eine starke Führung zu überwinden und erst möglich zur vermeintlichen Normalität der vorpandemischen Welt zurückzukehren. Dieses Politikverständnis korreliert mit der Erwartungshaltung, dass die Menschen trotz Erschöpfungszuständen, Zusatzbelastungen, Angst und Sorge weitgehend funktionieren sollen. Auf diese Weise prolongiert das Souveränitätsphantasma, wie ich es genannt habe, ein maskulinistisch wie eurozentrisch verengtes Politikverständnis. Ein Politikverständnis, das nicht nur diese strukturellen Ursachen der Corona-Krise entpolitisiert, sondern das Politik ganz generell verengt, indem Politik kein Raum ist, in dem die mit einer Pandemie einhergehenden Unsicherheiten und Sorgen artikuliert oder gar kollektiv bearbeitet werden können. Stattdessen werden diese Sorgen und Unsicherheiten mittels Rückgriffs auf Ungleichheitsverhältnisse versucht, ruhigzustellen und zu privatisieren. Die Verdichtung eben dieser Ungleichheitsverhältnisse ist dann logische Konsequenz dieser Krisenpolitik. Strukturelle Sorglosigkeit lässt sich auch als eine grundlegende Logik der Klimakrise identifizieren. Damit komme ich zur zweiten großen Krise unserer Gegenwart. Die Klimakrise verweist darauf, dass in unserer gesellschaftlichen Ordnung Natur schlicht als Materie gesehen wird, aus der es Nutzen zu ziehen gilt. Dies hat bereits die frühe kritische Theorie mit Adorno und Horkheimer eindrücklich belegt. Eva von Rediger leitet aus der sachlichen Sachherrschaft im Kapitalismus ab, dass in diesem der Weltbezug stetig zerstört wird. Ich zitiere Rediger: Wir zerstören die geteilte Welt, deren drohenden Untergang wir jetzt nicht wahrhaben wollen, in Wahrheit seit Jahrhunderten. Jede Eroberung, jede profitable Verschiebung der Frontlinie, jedes Vordringen in angeblich unbekannte Gefilde, alles immer nur Weltverlust. Immer nur Kopie desselben Herrschaftsmusters. Usurpation, Rendite, Erschöpfung. Dann das Staunen, dass dieser Ort irgendwie nicht mehr taugt. Aufbruch zu neuen Ufern, um weiter die Welt verlieren zu können. Und mit Bezug auf die Klimakrise fährt Rediger fort: Es liegt nicht am zukünftigen Ausmaß der Katastrophe, dass wir sie so schwer zu fassen vermögen, sondern an unserer hergebrachten Beziehung zu ihrem Objekt. Diese hergebrachte Beziehung zu ihrem Objekt ist wiederum Effekt einer ganz spezifischen, gewaltvollen Subjektivierung innerhalb der Kolonialität der Macht, um mit Annibal Quijano zu sprechen. Aus der Perspektive dekolonialer feministischer Theorien lässt sich daher die Kritik der kritischen Theorie erweitern, indem die Ursachen der Klimakrise im Kolonialismus angesiedelt werden. Race, so schreibt Françoise Vergès, became a code for designing people and landscapes that could be destroyed. Die Feminisierung von Natur und Land lieferte dieser gewaltvollen Aneignungshaltung Vorschub. Die koloniale, androzentrisch-kapitalistische Welt produziert nicht Güter, sondern, so lässt sich nüchtern mit Vergès schlussfolgern, Müll. Aus feministisch-dekolonialer Perspektive ist die Geschichte der Moderne nicht eine des Fortschritts, sondern eine gewaltvolle Geschichte der Zerstörung, des Extraktivismus, der Hierarchisierung und Ausbeutung, deren Folgen freilich immer schon diametral zum Nutzen verteilt waren. Der Kolonialismus ist auch eine bis in unsere Gegenwart gewaltvolle Kartografie der Welt, weil er das Phantasma des modernen Subjekts als eine individualistische Monade hervorgebracht hat, die sich vermeintlich von ihrer Verwobenheit mit der menschlichen und nichtmenschlichen Umgebung lösen könne. Diese Verengung der Vorstellung, was ein Subjekt ist, auf die ich schon im Kontext der Corona-Krise verwiesen habe, tritt uns hier erneut entgegen. Rita Segato prägt in diesem Zusammenhang den Begriff der Pädagogiken der Grausamkeit, mit dem Segato jene vielzähligen alltäglichen Praktiken fasst, in denen Menschen lernen, das Lebendige und seine Vielfalt in Dinge zu verwandeln, wie Segato schrieb.
Diese Pädagogiken der Grausamkeit nahmen ihren Ausgang in der Kolonialisierung der Amerikas im 15. Jahrhundert und prägen bis in die Gegenwart auch die Art und Weise, wie wir uns auf die nichtmenschliche umgebende Welt beziehen, als Materie bzw. Objekt. Ein Weltbezug, der Extraktivismus und Ausbeutung normalisiert und im Extremfall zur Zerstörung führt. Segato rekonstruierte hier die Parallelität der Gewalt an kolonisierten Körpern, insbesondere feminisierten und des kolonialisierten Landes. Legitimiert wurde und wird dieses gewaltvolle Weltverhältnis durch ein binäres Denkschema, demzufolge Mensch und Natur ebenso als trennbare Gegensätze gedacht werden wie Geist und Körper. Diese Dualismen, die konstitutiv für die westlich-androzentrische Moderne sind, verleugnen nicht nur die grundlegende Abhängigkeit von Mensch und Natur, sondern verunmöglichen auch systematisch das, was Donna Haraway Responsabilität genannt hat. Die Fähigkeit also, der Umwelt eine Antwort zu geben. Die destruktiven Auswirkungen dieser systematischen Zerstörung sehen wir alltäglich in der Klimakrise. Die strukturell fehlende Responsabilität leitet die hegemonialen Politiken an, die vorgeben, sie würden die Klimakrise bearbeiten. Durch unzählige Bemessungen und Berechnungen wissen wir, dass diese hegemonialen Politiken angesichts der drohend nahen Kipppunkte nicht ausreichen werden. Dennoch wird der Kurs der zerstörerischen Politiken beibehalten. Strukturelle Sorglosigkeit spitzt sich hier in der Verleugnung der nahenden Katastrophe zu. Damit komme ich zur dritten Krise, dem Rechtspopulismus. Das rechtspopulistische Hegemonieprojekt und die damit verbundene Aushöhlung der Demokratie wird auch ganz explizit durch Geschlechter- und sexuelle Politiken vorangetrieben. Global greifen rechtspopulistische AkteurInnen von Bolsonaro, Trump und Orban zur AfD und FPÖ Geschlechter- und sexuelle Politiken für ihre politische Mobilisierung auf. Sie befürchten eine Gleichmacherei der Geschlechter. Sie warnen davor, dass Frauen nicht mehr Frauen und Männer nicht mehr Männer sein dürften. Sie diffamieren trans-, queere und nicht-binäre Lebensweisen als widernatürlich und sehen in der Geschlechterforschung nichts anderes als die Institutionalisierung des, Zitats, ideologischen Gender-Gaga. Viele sozialwissenschaftliche Analysen erklären den Aufstieg des Rechtspopulismus im globalen Norden mit den ökonomischen Transformationen seit den 1990er Jahren. Ökonomische Deregulierungsprozesse, steigende Arbeitslosigkeit, Prekarisierung und der Abbau des Wohlfahrtsstaats führten dazu, dass soziale Unsicherheit zur neuen Konstante des Alltagslebens wurde, auch im Leben derjenigen, die noch im Fordismus auf relative Stabilität und Sicherheit zurückgreifen konnten. Gegen diese Transformationen gelingt es dem Rechtspopulismus, erfolgreich zu politisieren. Der Erfolg des Rechtspopulismus speist sich aber aus viel mehr als aus der ökonomischen Verunsicherung. Vielmehr gibt der Rechtspopulismus eine vergeschlechtlichte Antwort auf ökonomische und soziale Verunsicherungen, die wiederum selbst vergeschlechtlicht sind. Mit dem Neoliberalismus erodierte die Figur des männlichen Familienernährers, hegemonial männliche Lohnarbeitsverhältnisse wurden prekarisiert, während sich gleichzeitig eine Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt vollzog, mit der Konsequenz, dass die Organisation von Reproduktions- und Sorgearbeit ebenso brüchig wurde. In dieser Gemengelage ökonomischer, sozialer und vergeschlechtlichter Verunsicherung bieten rechtspopulistische Diskurse nun eine Erklärung an, die als affektive Entschädigung des Verlusts von Hegemonie wirkt. Diskursive Grundlage dafür ist eine problemhafte Verschiebung, die rechtspopulistische Diskurse vornehmen. Als Ursache der Prekarisierungserfahrungen gelten Rechtspopulistinnen nicht Transformationsprozesse der Ökonomie und der Abbau des Wohlfahrtsstaates, sondern Gleichstellungspolitiken und feministische und queere Bewegungen. Genau mit dieser Problemverlagerung vollziehen Rechtspopulistinnen einen grundlegenden Angriff auf Demokratie. Zum einen, da sie die Abwertung eigentlich demokratisierender Politiken wie eben Gleichstellungspolitiken dazu nutzen, um Handlungsfähigkeit und Orientierung in herrschaftsförmiger Weise anzubieten. Zum anderen basieren die Rettungsnarrative der Rechtspopulistinnen auf einer zutiefst antidemokratischen Logik,
die in Geschlechter- und sexuellen Politiken gut verdeckt werden kann. Kern rechtspopulistischer Geschlechter- und sexueller Politiken ist das Versprechen, eine vermeintlich natürliche Ordnung der Geschlechter zu retten. Dieser Rekurs auf eine vermeintlich natürliche Wahrheit lässt sich aus geschlechtertheoretischer Sicht als Strategie entlarven, um die Aushandlung über die gesellschaftlichen Verhältnisse dem demokratischen Diskurs zu entziehen. Der Einsatz einer natürlichen, binären, hierarchischen Geschlechter- und sexuellen Ordnung ist ein antidemokratisches Versprechen von Sicherheit, das gesellschaftliche Aushandlungsprozesse über Subjektivität, Körper, Familie, Verwandtschaft, Reproduktion, Sorge und Pflege zum Stillstand bringen will. Auf diese Weise soll eine Vision des politischen Zusammenlebens zerstört werden, das Gleichheit, Kontingenz, Pluralität und Solidarität als Grundlage anerkennt. Der Rekurs auf eine natürliche Geschlechterordnung zielt explizit darauf ab, die konstitutiven Voraussetzungen von Demokratie zu zerstören, nämlich die Fähigkeit, zu akzeptieren, dass das Soziale auf Kontingenz aufgebaut ist und dass Politik die Aufgabe hat, Räume zu eröffnen und nicht mittels vermeintlich ontologischer Wahrheiten zu schließen. Ich komme zur letzten Krisendimension, der gegenwärtigen Zuspitzung von Nationalismen und der zunehmenden Militarisierung, die durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine an neuer Dringlichkeit gewonnen hat. Feministische Staatstheorie erbrachte schon vor geraumer Zeit den Nachweis, dass die Grundidee moderner westlicher Nationalstaaten maskulinistisch ist. Charakteristika, die mit weißer, heterosexueller, nicht behinderter, bürgerlicher Cis-Männlichkeit assoziiert sind, wie Souveränität, Autonomie, Stärke, Aggressivität und instrumentelle Vernunft, werden auf Staaten projiziert. Zugleich dienten Geschlechter und sexuelle Metaphern und Rhetoriken immer schon dazu, die Zugehörigkeit zum je eigenen Nationalstaat anzuregen. Eine Zugehörigkeit, die sich im Extrem in der Bereitschaft manifestiert, für die eigene Nation in den Krieg zu ziehen, zu sterben oder zu töten. Das gegenwärtig in der Ukraine, wie in jedem Krieg, sexualisierte Gewalt als Kriegstechnik eingesetzt wird, ist Konsequenz aus dieser Vergeschlechtlichung des Nationalstaats sowie der Gleichsetzung des Volkskörpers mit feminisierten Körpern. Zugleich wird Männlichkeit mit Soldatentum identifiziert. Sorge zu tragen wird hier über die Figur des soldatischen Helden militärisch definiert. All jene Menschen, deren Pass den Geschlechtseintrag männlich aufweist, müssen im Vaterland bleiben. Care wird zu Militarized Care, wie Eva Majewska dies nannte, während zugleich der Krieg auf die Zerstörung des Sozialen selbst abzielt. Auf diese Weise nutzt der Krieg nicht nur Geschlechterbinaritäten, sondern verfestigt diese auf gewaltvolle Weise, wie wir auch aus Erfahrungen von trans- und nicht-binären Menschen aus der Ukraine wissen. Nationalstaaten basieren auf Grenzziehungen zwischen einem Wir und den anderen. Dafür wird von Staaten seit jeher auf geschlechtliche und sexuelle Normen Bezug genommen, die ihre Nation je auszeichnen würden. Wladimir Putin aktualisierte dieses Muster in seiner Fernsehansprache am Tag des Kriegsbeginns, als er vor den, Zitat, westlichen Haltungen warnte, die zu Degradierung und Entartung führen würden, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind, wie Putin queere, trans- und feministische Lebensweisen definiert. Mit Blick auf die Verbindung zwischen Rechtspopulismus und dem aktuellen Krieg in der Ukraine fragte die ukrainische Feministin Oleksandra Takhanova daher nach Ausbruch des Krieges: How could we have overlooked that the anti-gender politics in Russia was the preludium for a military intervention? So sehr uns die Berichte aus der Ukraine in Schock und Verzweiflung versetzen, Krieg ist dennoch nicht das andere der modernen politischen Ordnung. Vielmehr erfahren in Kriegen jene gewaltvollen Logiken ihre Zuspitzung, die das Grundgerüst der modernen politischen Ordnung bilden. In Kriegen kulminiert die nationalstaatliche Aufspaltung in ein Wir und die anderen. Kriege, so lässt sich mit Judith Butler argumentieren, suspendieren das gemeinsame Menschsein.
Genau das ist aber in einer Welt, nationalstaatlichen Weltordnung angelegt, die uns in unzähligen Subjektivierungsprozessen das Phantasma lehrt, dass das Ich nur mit jenen verbunden sei, zu dem es eine nationale Affinität hat, dem es ähnlich oder gleich sei. Damit sind Kriege auch die Zerstörung dessen, was sich mit Butler als sozioontologische Bedingung des Lebens selbst ausweisen lässt. Relationalität. Leben bedeutet Relationalität und Interdependenz. Zitat Butler: Wenn ich überlebe, dann nur, weil mein Leben nichts ohne das Leben ist, das über mich hinausgeht, das auf ein indexikalisches Du verweist, ohne welches ich nicht sein kann, so Butler. Dieses Du muss und ist dem Ich nicht immer bekannt oder nicht immer ähnlich. Dennoch aber sind wir mit dem Du qua Leben unhintergehbar mit anderen verwoben. Die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten und die mit ihr einhergehende Konsequenz, dass genau diese Relationalität von Leben und Menschsein negiert und als Bedrohung gerahmt wird, ist in ihrer Genealogie erneut nicht ohne Kolonialismus zu verstehen. Kolonialismus und die damit einhergehende Rassifizierung von Menschen zielt auf die Verweigerung der Anerkennung einer gemeinsamen Welt ab, wie Franz Fanon zeigte. Kolonialismus ist die, so Fanon, blindwütige Entschlossenheit, dem anderen jegliches menschliches Attribut abzustreiten, ist die systematische Negation des anderen, so Fanon. In der Gleichgültigkeit gegenüber der alltäglichen Gewalt und dem Töten, wie es sich jenseits des Radars eurozentrischer Aufmerksamkeit entfaltet, zeigen sich hier die postkolonialen Kontinuitäten. In Geflüchtetenlagern, in Kriegen im globalen Süden oder Fluchtrouten. Der dekoloniale Theoretiker Nelson Maldonado Torres siedelt daher Subjektivierung in einer kolonialen Weltordnung innerhalb eines Paradigmas des Krieges an. Ein Paradigma, das auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehungen strukturell verunmöglicht. In der umfassenden Militarisierung im globalen Norden, die sich nun als dominante Antwort auf Putins Krieg durchsetzte, wird jenes maskuline koloniale Paradigma des Kriegs vertieft. Ein Ausweg aus der gewaltvollen Weltordnung wird sie nicht sein. Soweit also der Blick auf die vier Krisen. Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde der Begriff der Vielfachkrise in sozialwissenschaftliche Debatten eingebracht, um zu verdeutlichen, dass wir es mit mehreren verwobenen Krisendimensionen zu tun haben. Aus feministisch-intersektionaler gesellschaftstheoretischer Perspektive zeigt sich, dass die Vielfachkrise auf einer grundlegenden wie vielschichtigen Entsorgung der Sorge beruht, um mit Eva Hartmann zu sprechen. Die vergeschlechtlicht-intersektionale Anatomie der Moderne führt dazu, dass wir das, was Leben ausmacht, negieren, leugnen, entpolitisieren. Nämlich, dass Leben verwoben ist mit bekannten und unbekannten anderen und mit der Umwelt und das Leben notwendig Responsabilität und Sorge braucht. Geschlechter-, Sexualitäts-, rassifizierte, koloniale, ability-zentrierte und Klassenverhältnisse sind daher immer auch Machttechniken, um Politik nicht vom Leben ausgehend zu denken, sondern von Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnissen oder vom Spektakel der Grausamkeit, wie es Rita Segato genannt hat. Antonio Gramscis Hegemonietheorie hat uns gelehrt, dass die Aufrechterhaltung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen nicht nur Zweck hegemonialer Politik ist, sondern dass diese, also hegemoniale Politik, auch darauf abzielt, in oftmals subtiler Weise Zustimmung zu diesen Herrschaftsverhältnissen zu organisieren. Das Spektakel der Grausamkeit wird so beständig normalisiert und naturalisiert. Nicht zuletzt durch Politiken, die unseren Alltag, unsere Körper, unsere Beziehungen durchziehen. Die Konsequenz daraus ist vielleicht die komplexeste Dimension unserer krisenhaften Gegenwart. Wir haben uns an die Entsorgung der Sorge, die fehlende Responsabilität, das Paradigma des Krieges und die alltägliche Produktion von Müll gewöhnt. So,
Welche Aufgabe kommt nun in einer derart krisenhaften Gegenwart der Geschlechterforschung zu? Aus meiner Perspektive verweisen die strukturellen Logiken, die den vielschichtigen Dimensionen der gegenwärtigen Krisen zugrunde liegen, mehr denn je auf die Notwendigkeit einer Geschlechterforschung, die sich nicht als intellektuelles Glasperlenspiel versteht, wie Alex Dimirovich das mal für die kritische Theorie geschrieben hat, also nicht als intellektuelles Glasperlenspiel, sondern als eingreifende Wissenschaft. Um das herrschaftsförmige Grundgerüst unserer Gesellschaft begreifen zu können, braucht es Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftstheorie. Eine derartige Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftstheorie begreift sich als notwendig politisch. Nun ist aber gerade der Vorwurf, dass es sich bei der Geschlechterforschung um eine politische, ja um eine ideologische Wissenschaft handle, genau jenes virulente rechtspopulistische und rechtskonservative Narrativ, das gegen Gender, Queer und Postcolonial Studies ins Feld geführt wird, um diesen Wissenschaftszweigen die Berechtigung abzusprechen. Aus feministisch-wissenschaftstheoretischer Perspektive trägt dieser Einwand freilich nicht. Denn, wie feministische WissenschaftstheoretikerInnen seit Jahrzehnten argumentieren, ist Wissenschaft immer eine gesellschaftliche und politische Praxisform. Und zwar, mit Mona Singer gesprochen, Zitat, bis in den Kern dessen, was als Begründungszusammenhang verstanden wird, von ihren methodischen Regeln bis hin zu ihren Objektivitätskonzepten und Wahrheitsansprüchen. Was unterscheidet dann aber feministisch-intersektionaler Wissenschaft von jenen Wissenschaften, die in ihrem Selbstverständnis auf der positivistischen Auffassung von Wissenschaft als wertneutraler Suche nach objektiven Wahrheiten beruhen, wenn es nicht so ist, dass die einen politisch und die anderen neutral sind? Was feministisch-intersektionale Wissenschaft auszeichnet, ist die bewusste Reflexion der gesellschaftspolitischen Einbettung von Wissensproduktion. Und es ist gerade diese Reflexion von Machtverhältnissen, die eben nicht den Radius der Theorien über Gewalt, Staat, Ökonomie, Politik, Gesellschaft und so weiter verengt, sondern der diese Theorien ausweitet. Zudem differiert feministisch-intersektionale Wissenschaft von der vermeintlich unpolitischen kanonisierten, Zudem unterscheidet sich feministisch-intersektionale Wissenschaft von der vermeintlich unpolitischen kanonisierten Wissenschaft in der Ausrichtung von Politik. Denn anders als dem Kanon der Sozial- und Geisteswissenschaften geht es feministisch-intersektionaler Wissenschaft nicht um eine Zementierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Vielmehr beruht Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftstheorie auf einer Epistemologie, die ich als demokratische Epistemologie akzentuieren möchte, wie ich abschließend darlegen werde. Aus der Sicht radikaler Demokratietheorie bilden nicht Gewissheit, sondern Unbestimmtheit und Kontingenz das Gerüst von Demokratie. Übertragen auf das Feld der Wissenschaft bedeutet dies, dass Wissenschaft dann demokratisch ist, wenn sie sich der Praxis des radikalen Befragens verschreibt und dabei alle Formen von Essentialismen zurückweist. Geschlechterforschung praktiziert in vielerlei Hinsicht genau diese demokratische Praxis des Befragens. Beispielsweise in der Befragung vermeintlicher Wahrheiten über natürliche Körper oder in der Befragung, was überhaupt als Arbeit, was überhaupt als Gewalt, was überhaupt als Ungerechtigkeit gilt. Wenn, wie ich an anderer Stelle gemeinsam mit Brigitte Bargetz formuliert habe, Geschlechterverhältnisse wissenschaftlich als Machtverhältnisse entziffert werden, dann trägt eine derartige Wissenschaft zur demokratischen Verflüssigung genau dieser Machtverhältnisse bei. Geschlechterforschung ist zudem demokratisierend, weil sie sich grundlegend dem Gleichheitsgrundsatz verschreibt. Geschlechterforschung suspendiert das im Deckmantel der Objektivität versteckte Phantasma der Mainstream-Wissenschaft, demzufolge manche Positioniertheiten qua Geschlecht, Race, Klasse, Ability und Sexualität mehr Anspruch auf Allgemeinheit und Universalität hätten als andere und radikalisiert auf diese Weise den Gleichheitsanspruch. Schließlich basiert Geschlechterforschung auf einer demokratischen Epistemologie, weil sie neue Denkhorizonte eröffnet. Feministisch-intersektionale Gesellschaftstheorie macht sich nicht nur zur Aufgabe,
Theoretisierungen und Analysen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu erarbeiten, sondern will ebenso einen Beitrag dazu leisten, Gesellschaft anders, ganz anders zu imaginieren. Geschlechterforschung als Gesellschaftstheorie trägt auch den Anspruch in sich, Wissen über demokratische Formen von Politik, Arbeit, Sorge, Leben, Körpern bzw. Sexualitäten und Geschlechtern bereitzustellen. In den letzten Jahren wurden innerhalb der Geschlechterforschung zahlreiche Konzepte ausgearbeitet, die als Gegenerzählung und Gegenprojekte zum Spektakel der Grausamkeit fungieren wollen. Wenn sich ein roter Faden dieser Arbeiten von queer-feministischen, post- und dekolonialen TheoretikerInnen ausmachen lässt, dann ist es, dass sie alle versuchen, von der Relationalität, von Leben und der Notwendigkeit der Sorge auszugehen. Nicht aber von der Sorge als way of dealing with the consequences of disaster, wie Alexandra Takanova dies ausdrückte, sondern, wie Denise Bergold-Caldwell dies formulierte, als Perspektive der Zuwendung, des Zuhörens, des Haltens, der Aufarbeitung historischer Traumata und der Transformation. Also als Sorgepraxen, um die Gewalt des rassifizierten Kapitalozeans zu überwinden. Als Politik, die von der grundlegenden Relationalität und Vulnerabilität von Körpern ausgeht. Als Demokratie der Sorge um alle. Als Gesellschaftsformation der Responsabilität, die die Dichotomien von Natur, Kultur, Subjekt, Objekt, Mensch, Nichtmensch überwindet. Oder als abolitionistische Vision einer Gesellschaft, die für die Verwirklichung von Gerechtigkeit keine Gewalt benötigt, um nur auf einige Debattenstränge zu verweisen. Von diesem Verständnis von Geschlechterforschung als demokratischer Epistemologie ausgehend, gibt der Umstand, dass wir heute die Einrichtung gleich zweier Genderprofessuren feiern, aus wissenschaftlicher und wissenschaftspolitischer Perspektive Anlass zur Freude. Allen Kolleginnen, die seit Jahren an der Forschungsplattform CGI beteiligt sind und die nun auch am Prozess des Ausbaus des CGIs beteiligt waren, gilt daher für beides mein großer Dank. Für das Eintreten für die wissenschaftliche Verankerung der Geschlechterforschung und für das Eintreten für ein Verständnis von Universität als demokratischem Ort mit gesellschaftspolitischer Verantwortung. Als Leiterin der Forschungsplattform CGI freue ich mich darauf, das CGI als Ort transdisziplinärer Wissensproduktion, des lebendigen Austausches und der produktiven Kontroversen zu etablieren und auf diese Weise etwas dazu beizutragen, Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftstheorie und als demokratischen Denkhorizont in krisenhaften Zeiten zu stärken und voranzutreiben. Vielen Dank.